Hallo Leute, es geht weiter mit Furly Twisted Tales, der Preis einer Rose. Entschuldigung, dass es erst jetzt weitergeht. Ich hatte leider am Wochenende keine Zeit. Ich war nicht da. Ich habe sowieso das Gefühl, ich bin irgendwie viel unterwegs und habe viel zu tun im Moment. Aber das geht bestimmt vielen von euch auch so. Wer genießt nicht gerne die Wärme eines Lagerfeuers? Joa, joa, joa. Dann gehen wir jetzt mal zur Straße und gucken mal, was es hier noch so gibt. In diesem schönen Fleckchen. Ist jemand per Boot zum Abendessen bei den Fouquets gereist? Wie ungewöhnlich. Fouquet. Den Fuchs. Ein Seil. Und sonst nichts? Wohnwagencamp. Hinter dem Landsitz der Fouquets liegt eine Flussbiegung. Was ist denn mit ihm? Jener zwielicht aussehende Mann scheint mich zu beobachten, auf mich zu warten. Ich sollte ihn ansprechen. The name is Malga, Captain of Raphael's ship I am. Your case isn't quite closed. Word is out about a cylinder scroll being found. Ja, könnte sein. Dangerous types are asking lots of questions. Maybe I will see you at the Fouquet party and I will tell you what I know for a price. Otherwise, find me in town. Hat Fouquet gesagt. Okay, so spricht man's also aus. Alles klar. Ein umgestürzter Baum versperrt den Weg in die Stadt. Ich kann ihn nicht umgehen, wenn ich ihn nur irgendwie durchsägen könnte. Ich denke, das kommt dann noch. Sagst du noch was? Ja, ja. Fouquets Anwesen. Sieht auf jeden Fall schön aus. Veranda. Das Anwesen ist wunderschön, aber leider habe ich keine Zeit, den Anblick zu genießen. Dann geh rein oder dahin. I need your invitation, please. Okay. Bitte. Welcome. Danke. Dieser Brombeerstrauch ist vertrocknet und abgestorben. Ja gut, dann gehen wir rein. Welcome. You're our guest of honor. Please head into the salon to mingle. Oh, guck mal einer an hier. Ich sollte mich unter die Gäste mischen, um sie besser kennenzulernen. Stehen sie hier schon in voller Pracht in ihren schönen Kleidern? Hello. Hello. Hello again. I see the rain has stopped. I'm going outside to enjoy the beautiful sunset. I'll be back in a moment. Ach, lüg doch nicht, du gehst doch zum Biest jetzt. So. I once tried to capture Bella's heart, but as you can see, her sister Caprice was an easier win. Aber du willst bestimmt die Jüngere. Ich sollte nicht im Haus herumlaufen, nicht, dass man mich für unhöflich hält. Das Essen ist noch nicht ganz fertig, Salon. It's diabolical. It's witchcraft, I tell you. The beast must be stopped. Oh, hello. I'm Caprice, Raphael's oldest daughter. Finde ich cool, als ob man so gerade in so eine Konversation reinplatzt. Na, und? Hello, my friend. Hallo. I am Anne Pellois, here on state business with the Baron and Raphael. Word of your recovery of the scroll is traveling fast across the realm. Das hat sich ja schnell rumgesprochen. Okay. Was ist hier? Oh, hier gibt's ein Rätsel. Aber das kann ich noch nicht benutzen. Da fehlt noch was. Hier fehlt ein Schließmechanismus. Ja, dann machen wir das mal. Jetzt sind sie alle weg. Ich gucke mir hier was an. Alle gehen schnell weg. Schnell weg von ihr. Dieses Gemälde wurde von Jack, dem Sohn des Barons, unterzeichnet. Also hat er auch eine künstlerische Ader. In diesem großen, verzierten Spiegel kann man das ganze Zimmer sehen. Ich brauche einen Schlüssel, um diese Tür zu öffnen. Ist denn hier noch irgendwas? Außer diesem Kram? Ja, dann gehen wir wieder. Ah, jetzt können wir hier ins Esszimmer. Gut. There's our guest of honor. Let's regale our friend with stories about this ghastly beast that's been killing our livestock. I'll try to do it justice. It's taller than a man when it walks upright with ferocious teeth. I've never seen... It's Bella. She's been taken. Come, quickly, to the gazebo. It's past the salon. You find the door key in the lockbox there. Use this to open the lockbox. Wo weiß er denn so schnell, dass es Belle war, die geschrien hat und dass sie entführt wurde? Naja, wir nehmen das Ding und dann lösen wir gleich mal das Rätsel da. Was sagt er?
You got here just in time. Ja, ich weiß. Ja, der Pavillon, es ist alles so wichtig jetzt. Es muss alles schnell gehen und ich lasse mir aber Zeit und gucke mich um. Gut, dann machen wir das mal schnell hier. So, jetzt haben wir alles. Info, ich muss die richtige Position für alle Knöpfe finden. Ich sollte mit dem ganz links anfangen. Wie? Aha, okay. Na, bin ich ja mal gespannt, was ich jetzt hier eigentlich mache. Ah, okay. Jack und Caprice scheinen Eheprobleme zu haben, aber ich habe keine Zeit, Gerüchten zu lauschen. Ich muss zum Pavillon gehen. Vom Schreibtisch Baron Fouquet. Diese Woche ist Raphaels Tochter Belle in der Stadt. Hoffentlich hält sie Jack zurück, denn seine Beziehung zu Caprice ist bereits angegriffen. Ich habe den Hintertürschlüssel. Das ist ja grandios. Dann werden wir den mal benutzen und gucken, ob Belle da irgendwo ist und rumschreit. Hilfe! Ein Zahnrad. Das Wasser sieht eiskalt aus. Nicht gerade einladen. Ich finde, es sieht mega schön hier gerade aus. Deswegen mache ich auch einen Screenshot nebenbei. Oh, ein Wimmelbild. Das finde ich schön. Ja gut. Tintenfass, Mond, Sand der Zeit. Sand der Zeit. Büste, Kette, Brille. Büste. Kette? Ist doch eine Kette. Okay, dann nicht. Eine andere Kette? So eine Kette? Ach, diese Kette. Eine Brille. Das ist eine Maske. Brauche ich eine Matze? Rosenblütenblatt, Kerzenhalter, Brandfleck. Das war der Fußabdruck. Okay, dann auch noch ein Buch. Das Rosenblatt. Kerzenhalter. Wo steht der rum? Brandfleck. Die Sachen hier auf dem Boden noch irgendwie. Brille, Brand, Pfotenabdruck. Pfotenabdruck. Mond. Da ist eine Sonne. Ein Kreuz. Der richtige Mond, der da scheint. Genau, Tintenfass. Das da hinten? Nee, sieht auch nicht so aus. Brille und Brandfleck. Hier ist der Brandfleck. Da vorne ist die Brille. Fehlt nur noch das Tintenfass. Hier vorne. Und die Tagebuchseite. Die hübsche Belle ist verschwunden. Etwas ist faul. Ich habe einige seltsame Dinge gefunden. Ein Blütenblatt von Belles Rose. Belle war also im Pavillon. Ein matschiger Fußabdruck eines Herrenstiefels, in dem ein Zeichen eingeritzt ist. Seltsame Brandflecke, wie ich sie noch nie gesehen habe. Was bedeuten sie? Eine Seite aus einem Tagebuch, das Belle bei sich trägt. Ich weiß von der Zwiebel. Das muss ich näher untersuchen. Du weißt von der Zwiebel? Am interessantesten ist ein riesiger blutiger Fußabdruck eines Biestes. Wahrscheinlich ist es das Biest, nach dem Gerard im Wald jagt. Schlussfolgerung? Ein Biest treibt sich in der Gegend herum. Ich sollte mich mit Gerard in seinem Lager treffen. Belle könnte in Gefahr schweben. Okay. Was mache ich jetzt? Weg. You've already found some clues. Well done. Let's split up to search further. Meet me in my camp in the woods. Okay. So, ist das jetzt abgeschlossen? Auf zum Landsitz der Fouquets und so weiter. Ja, mache ich noch. Gerard möchte, dass wir uns in seinem Lager im Wald treffen. Ja, da komme ich dann auch gleich hin. Es sei denn, hier ist jetzt noch irgendwas. Na, dann gehen wir mal zum Wald. Vom Pavillon führt eine Blutspur fort. Oh, wie spannend. Was haben wir hier? Diese Laterne könnte gut ein wenig Feuer gebrauchen. Es ist zu dunkel, um dort unten nachsehen zu können. Ich brauche mehr Licht. Ich habe aber nichts, mit dem ich das gerade machen könnte. Warte mal, war hier noch was? Nee.
Gesucht, Biest, tot oder lebendig. Schöne Zeichnung, wie immer. Gehen wir mal zum Niederlager. Ein einladendes Feuer, leider kann ich nicht lange verweilen. Können wir uns das Feuer nicht stehlen? Ah, ein Zahnrad. Ein Wimmelbild nehme ich mal an. Jawohl, Fleur de Lis, Kerze, Laterne. Da ist die Fleur. Wo ist die Kerze? Die brennt. Eine Laterne habe ich auch schon. Oh, die Musik, die ist total toll und erinnert mich gewaltig an ein Album früher, was ich immer gern gehört habe. Ein Klassikalbum. Das ging um die Planeten, aber ich weiß nicht mehr, von wem das war, das Album. Also es hieß auch Die Planeten, glaube ich. Und für jeden Planeten gab es ein eigenes klassisches Lied. Und das fand ich total schön. Und eins dieser Lieder klang genauso wie das, wenn es das nicht sogar ist, aber ich glaube nicht. Klingt aber ganz, ganz scharf danach. Ja, wenn es das nicht sogar ist, jetzt bin ich gerade abgelenkt, Entschuldigung. Aber das ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr so irgendwas von früher hört und denkt, oh Mensch, das kenne ich doch. Hm, habe ich doch früher mal gehört. Versuche mal nebenbei hier weiter zu suchen und genieße das einfach mal. Ich habe halt früher, damit man das vielleicht besser versteht, auch so Soundtracks bis heute gerne gehört und dazu gezeichnet und mir Geschichten ausgedacht und halt aus dem, was ich gehört habe, sozusagen, ja, meine eigene Fantasie entwickelt. Und das finde ich halt sehr schön, wenn man einfach mal so seinen Gedanken freien Lauf lassen kann. Ich habe auch manchmal Bücher gelesen, wie Harry Potter damals, als die Bücher halt noch neu waren und gerade rauskamen. Und dann habe ich so eine Musik halt im Hintergrund laufen lassen und das hat dem Ganzen halt noch so ein extra Flair irgendwie gegeben. Und die Filme und sowas alles kam ja immer erst später. Wo ist denn die Nadel? Ich suche die ganze Zeit die Nadel. Ich sehe hier das Garn oder Wolle. Die Nadel ist auch so klein. Pfeife, Nadel, Krone. Ist das die Krone? Nee. Sieht aber so aus wie eine, naja, so, weiß nicht, Krone. Die Krone vielleicht eher. Pfeife. Vielleicht finde ich die eher noch als die Nadel. Hm. Da ist die Pfeife. Wo ist die Nadel? Ich lasse mir mal einen Tipp geben. Oh, das ist ja ganz gemein hier oben gewesen. Unangezündete Fackel. Hm. Die, nee, das ist der Stiel von der Axt. Der Stiel von der Schaufel. Bestimmt hier irgendwie was Langes, was hier einfach nur an der Seite wieder sonst wo liegt. Hm. Ja, ich suche die unangezündete Fackel ja schon. Wenn ich einfach mal ein bisschen rumklick. Nee, ich finde sie nicht. Wo ist denn da eine Fackel? Okay, habe ich echt nicht gesehen. Schön war das mit der Musik jetzt. Seltsam, diese Wolfsfälle sind so groß wie Menschen. Und der Typ ist natürlich weg. Ja, mit der Fackel nehmen wir uns mal Feuer. Dann gehen wir nochmal eben zurück, wenn wir schon mal hier sind. Leuchten da rein oder machen die mal an. Sie lässt sich nicht öffnen. Sie ist mit Ketten gesichert und verschlossen. Heißt das, wir suchen den Schlüssel oder kriegen wir die anders auf? Weiß ich noch nicht. Noch weiter in den Waldweg rein. Oh, jetzt hören wir das Biest schon. Was war das für ein Geräusch? Ich sollte aufpassen, wo ich hintrete. Zum Wasserfall oder Pfad nach Norden? Was ist hier? Eine Sonnenscheibe. Mhm. Also ich gehe jetzt mal zum Wasserfall. Da ist es gerade irgendwie schöner. Oh, finde alle Teile. Oh, und die Musik darf ich nochmal hören. Das ist ja toll, dieses Planetenlied. Ich weiß auch nicht, welcher Planet das war. Ich meine aber Saturn. Oder Jupiter? Ich weiß es nicht mehr. Die meisten Lieder halt von dem Album waren eher so
ein bisschen wild und hektisch und das war halt eines dieser schönen, ruhigen, mystischen Lieder. Jetzt habe ich einen Bolzenschneider und damit kann ich bestimmt die Truhe aufmachen. Eine Schlange! Ob sie wohl Angst vor Feuer hat? Mhm. So. Hier. Geh weg. Benötige etwas, um die Blaubeeren zu pflücken. Wahrscheinlich sowas wie ein Korb oder so, den ich noch nicht habe. Ach, schön hier. Aber irgendwas ist hier noch, das Zahnrad. Mhm. Na gut, dann holen wir uns die Beeren mal später. Und gehen nochmal den Pfad nach Norden entlang. Ich finde das total cool gemacht eigentlich bisher, so dass man so diesen Wegen folgt und so. Und ja, okay, das kannst du schon mal reinsetzen. Das dahin und das dahin. Habe ich jetzt alle schon? Fehlt noch was? Ich muss etwas finden, das den fehlenden Hebel ersetzt. Ach so, den Hammer vielleicht? Den Bolzenschneider, also den Bolzenschneider, glaube ich, brauche ich eher für die Kiste hinten, aber das Seil? Nee, okay, dann brauche ich noch irgendwas anderes dann. Und wir können dann hier noch nicht weiter. Hier ist sogar noch mehr Blut, die Spur führt nach Norden. Ja, aber erst müssen wir dann das Rätsel lösen und dann geht's weiter. Vorsicht, ich will mich nicht aufspießen oder Schlimmeres. Das ist ja heftig hier gemacht mit den Sachen. Noch weiter zurück. Hier. Wunderbar. Was ist da jetzt drin? Ach, ein Speer. Den können wir bestimmt nehmen als Hebel. Nehme ich mal an. Hier. Ja. Und jetzt? Können wir alles machen? Der Riemen, der diese Zahnräder verband, ist gerissen. Ich muss ihn irgendwie ersetzen. Ach, schon wieder was. Dann nimm doch das Seil diesmal. Nicht? Doch. Also, ich muss die hölzernen Zahnräder so anordnen, dass sie die goldenen verbinden. Die hölzernen Räder. Das sind ja dann alle? Oder nicht? Ich glaube nicht, dass ich das in diesem Part fertig schaffe, aber naja. Muss ich bestimmt genau da drauf setzen. Okay. Vielleicht einen kleinen eher dahin. Ach ja. Ich hoffe, der dreht den anderen dann auch an. Hm. Ich weiß bei diesen Zahnradgeschichten ehrlich gesagt immer nicht, wie man da am geschicktesten eigentlich vorgeht. Ob von da, wo man hin will oder von da, wo man anfängt. Ich werde jetzt gleich erstmal testen, ob die sich überhaupt schon so drehen. Die drehen sich, das ist gut. Schon mal ein gutes Zeichen. Na, das wird so nicht gehen. Machen wir mal so, genau. So. Der passt da so aber nicht mehr hin. Hm. Nee. Ich habe jetzt gerade keine Verbindung hier. Das ist ein bisschen blöd. Vielleicht muss ich da noch so ein bisschen rumtricksen. Ich meine, der passt da ja überhaupt hin. Das ist ja schon mal was. Aber der dreht den jetzt nicht an. Ist auch blöd. Mir das nochmal angucken. Vielleicht doch eher nach unten nochmal hier gehen. So. Aber dann kommt der da nicht ran. Schade.
Nee, das ist doof. Und der dreht den jetzt auch schon wieder gar nicht mehr. Das finde ich auch nicht so dolle. Es ist aber auch gemein hier. Passt denn da an den Kleinen nicht noch ein anderer oder nur der? Der hakt sich halt da so ein bisschen am besten ein oder auch ein großer. Ich glaube nicht, dass da ein großer gut ranpasst. Vielleicht das Ding hier. Aber der kommt da ja auch nicht ran. Kommt der da ran? Ich den dahin tue? Das müsste ich halt mal hinkriegen. So ganz blöd, dass der dreht ja den schon nicht mehr. Na, schade, aber wenn er da jetzt hingepasst hätte, gucken wir erstmal, wie die sich drehen. Dreht sich alles. Sieht eigentlich ganz gut aus. Aber ich krieg halt da keine Verbindung hin. Ich muss da irgendwie andocken. Ah, das ist doof. Ich glaube, der Anfang ist gar nicht mal schlecht. Ich mache aber einfach mal im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.